Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Anno 1800. Wir sind zurück in Ditchwater und wollen jetzt unsere Aufgabe, die Wundertüte fertig machen und danach den Rattenkäfig. Und nebenbei machen wir noch die Kanonengießerei, aber erstmal, ne? Wundertüte, Rattenkäfig, dann bauen wir Kanonen und dann können wir die Aufträge für unseren Archibald fertig machen. Ich wollte eigentlich zu ihnen rüber, weil ich kann ja dieses Boot jetzt verkaufen, ne? Wie geht das? Schön verkaufen. So, da haben wir das erste Boot verkauft. Wie viel Geld ich bekommen habe? Ja, gute Frage. Es mangelt an Arbeitskraft, aber es geht. Es fehlen nur noch 12 und 13, das ist okay. Bauen wir einfach nochmal hier zwei Hütten. Und craden nochmal eine ab. Zack. Dann gucken wir nochmal alle Waren durch. Das bleibt, das ist okay. Bleibt stabil. Nimmt ab. Wir brauchen mehr Schnaps. Das bleibt stabil. Wurstwaren, die nehmen zu. Brot bleibt stabil. Wir können noch einen Bäcker bauen. Aber jetzt haben wir gleich erstmal die Leute dafür, ne? Die waren ja immer zu wenig. Wir warten mal noch kurz ab, ein bisschen. Und schauen es uns dann an. Aber auf jeden Fall brauchen wir eine weitere Schnapsbrennerei. Haben wir denn genug Okay, gleich gebaut. Haben wir genug Kartoffeln? Wir brauchen noch ein Kartoffelfeld. Setzen wir hier noch mit dran. Das sollte ja passen. So. Riesen Kartoffelfeld. Da wird ordentlich Schnaps dann gebraut. Wir können langsam nochmal die Straßen verbessern. Machen wir mal Innenstadt. Fangen wir mal hier an. Vielleicht finden ja das die Leute auch besser. Gibt es da dann irgendwie Zufriedenheit? Umweltverschmutzung? Nö. Arbeitsbedingungen sind okay. Inselzufriedenheit 5. Zufriedenheit Luxus 14. Die Zeitung ist bei 0. So, wir haben jetzt 5-mal Stahlträger. Und hier sieht's aus. Zwei solche Werke und es sieht einfach nur düster aus. Eisen nimmt zu, Kohle nimmt zu. Sollte dann also passen. Unsere Bötchen ist gleich da. Hier haben wir noch kleine Inseln. Aber wirklich klein. Sehr, sehr klein. Ditchwater, wir haben 525 dass wir es jetzt haben. Bauern und 878 Arbeiter. Was hat er denn? Hoch erfreut, sie kennenzulernen und dass wir die Wahrheit oder etwas ganz Ähnliches in meiner, unserer Zeitung drucken dürfen. So, was wollen wir denn hier? Minus 5%. Schleich dich doch nicht immer so an. Ja, aber gleich doch. Ersetzbar durch Propaganda. Wir möchten Glück, oh, kann ich mir das aussuchen? Ich weiß jetzt nicht, was ich veröffentlicht habe. Ich konnte nichts anklicken. Keine Änderung? Wirklich? Keine Änderungen? Nein, passt so. Wir brauchen auch mehr Bauern. Ratten, Enten fliegen einem selten in den Mund. Doch bei ihnen ist alles möglich. Bei mir ist alles möglich. Du hast einfach den Dreh raus. Sehr schön. Hier gibt es 4000. Was haben wir hier dann? Was war das? Ich habe es nicht gesehen. So, noch ein paar Bauerhütten. Wieder eine Straße rundherum. Hier wisst ihr Bescheid, ne? Jetzt können wir dann gleich den nächsten Auftrag angehen. Was haben wir denn hier von Item? Verwendbar für Kriegsschiffe entzünden. Ja, das räume ich erstmal hier rüber. Dann brauche ich ein bisschen davon. Und dann nochmal 8-mal Eisen. Und dann gucken wir zum Rattenkäfig. Nächste Quest abgeben. Wir brauchen noch... Ich habe doch gerade Bauern gebaut. Wie sieht es jetzt aus mit dem Mehl? Bleibt stabil. Nimmt zu. So muss es sein. Das ist okay. Wurstbaum bleibt stabil. Kleidung nimmt ab. Also brauchen mehr Kleidung.
da haben wir noch, weil das halt hier ein bisschen überfordert ist. Ne, hier gibt es zu viel. Hier muss zu viel entladen werden. Aber hier hat ja eigentlich alles 10% mehr Produktion. 80 Arbeiter, boah, das gibt's doch nicht. Gibt's dafür nicht irgendwie was anderes, dass da keine Bauern mehr arbeiten müssen, sondern Arbeiter? So rum. So. Ich habe viel durchgemacht. Das sind halt immer nur 10 Leute, die reinpassen, ne? Das ist halt echt, echt wenig. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall diese Kanonenfabrik bauen. Die setzen wir mit hier hin. Hallo. Die wird schon selber Stahlträger brauchen. 8 Stück. Da baue ich doch lieber erstmal die Seife. 4-mal Eisen und 4-mal Eisen. Und hier ist Bauernarbeitskraft fehlt. Hier fehlt es auch an Arbeitskräften. 62 Leute fehlen noch. Aber ich kann doch nicht nur noch Hütten hier hinsetzen. Ich setze nur noch Hütten hin. Ich komme gar nicht hinterher. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich bin doch schon dabei, dieses Problem zu begehen. Beheben, begehen. Naja, begehen, beheben. Ah, passt schon. So, sind wir langsam mal da. Schoner steht bereit. Mein anderes Boot ist schon da, ne? Ich würde gerne abliefern. Es ist ihre erste. So, 8 Tonnen Stahlträger und 6 Tonnen. Ich habe Lehm mitgenommen. Ach, Mann. Hoffentlich schaffe ich das jetzt noch. Sehr schlau von mir gewesen. Sehr, sehr schlau. So wie es jetzt hier aus, das steigt. Das steigt auch immer noch. Also mehr steigt anscheinend. Wir könnten noch einen Backup bauen. Das müsste aber jetzt auch wieder zunehmen. Also... Aber der Alkohol, der sinkt ganz schön rapide. Hier fehlen Bauern, es fehlen Arbeitskräften. Ich muss noch mehr Bauern bauen, das hilft nichts. So, dann brauche ich ja trotzdem noch, ich brauche noch mehr Schnaps. Der geht gerade so fest von runter, das ist ja Wahnsinn. Und hier ist, was war da von Handel abgeschlossen? Ich habe da eigentlich nichts mehr, was ich verkaufen kann. Ja, die Tücher, die können wir noch verkaufen, okay, das passt. Und theoretisch könnte ich das noch verkaufen, aber das möchte ich eigentlich gerade nicht. Ich mache 400 plus, ich könnte hier, ich muss hier noch ein Lagerhaus hinbauen. Ich denke mal, für hier oben ist das nicht schlecht. Zu viele Transporter, Laden verzögert sich, ja, das ist halt echt. Es geht aber noch, es geht. Vielleicht sollten wir auch die Straßen hier ausbauen, dass die schneller da sind, wo sie hin sollen, zum Verladen. Na, in der Stadt, da haben wir noch fast keine Pflastersteine und hier ist alles gepflastert. Aber die Industrie ist erstmal wichtiger, die muss florieren und laufen. Nein, bitte da lang, dankeschön. Wie viele Steine kosten das denn? Das geht. So, da fahre ich die Karre ein bisschen schneller. Mein Boot ist da. Das hier da rein. Und dann brauche ich die. Und jetzt Beeilung.
Ich hoffe mal, das geht noch aus. Aber müsste, jetzt bin ich 3 Minuten bis hierher gefahren. Nochmal 3 Minuten zurück. Das sollte klappen. Warnungen. Ja, ja, ja. Passt soweit jetzt. Das passt. Zufriedenheit immer noch 2. Das ist alles okay. Bier haben wir nicht. Aber wir können jetzt... Ich hätte erst das bauen sollen. Jetzt fehlt es natürlich wieder, weil ich habe 50 mitgenommen, an Ziegelstein. Und an Arbeitern. Sehr gut. Das heißt, wir graden weiter ab. Die brauchen auch Schnaps, ne? Ja. So, noch ein und dann müsste es passen wieder. Schnapstechnisch sieht es schlecht aus. Kartoffeltechnisch sieht es schlecht aus. Wir brauchen mehr von allen. Mehr Kartoffeln und mehr Schnaps. Wo baue ich das noch mit hin? Wir müssten jetzt noch weiter in die Ecke gehen. Also das Holz am besten dann hier hinten hinräumen. Und hier noch mehr Kartoffelfelder. Und das sollte ich echt jetzt demnächst angehen. Wir haben davon 3 und davon 3, dann bauen wir hinten nochmal 3. So reicht das. Dann brauchen wir noch einen Lagerhäuslein. Setzen hier schon mal überall Straßen dran. Rücken Sie endlich damit heraus. Ja, ganz da haben hier, bitte schön, danke. Und da noch eine Straße hin. So, da haben wir das. Und dann machen wir jetzt hier die 3 Sägewerke wieder hin. So, die setzen wir hier mit dran. Und dann reißen wir die alle ab. Gut, da haben wir natürlich jetzt hier erstmal Dings gebaut, ne? Pflasterstraße, die wir gleich wieder abreißen. Nicht gerade sehr schlau. So. Hier können wir jetzt dann weiter Schnaps anbauen. Also auf jeden Fall eine Kartoffelfarm. Muss am Gebäude angrenzend platziert werden. Ja, ich bin dabei. Hallo? Da. Geht hier noch was hin? Nee, hier geht nichts mehr hin. Wir machen hier die ganzen Küstenstreifen voller Kartoffeln. Ja, das ist ein tolles Feld, ne? Sind meine Brüder zurück? Nein, die sind nicht zurück. Zurück, das ist unser Ziel. Das wollen wir erstmal bauen. So, wir brauchen wieder mehr Arbeiter, das wäre ja klar. Der Boss kommt. Haben wir noch eine Kartoffelfabrik? Wir bauen noch eine, wir müssen mehr Kartoffeln anbauen. Die setzen wir noch hier mit dran. Das wird ein schönes, riesengroßes Feld. War das schon 72? Nee. Hätte mich auch gewundert. So. Immer noch nicht, aber ich könnte hier nicht weiterbauen. Jetzt aber. Jetzt sind es 72. Jetzt müssten ein paar Kartoffeln, ne, ankommen. Die sind alle bei 100%. Die haben Kartoffeln. Die haben Kartoffeln. Die haben keine. Okay, jetzt haben wir 3 Kartoffeln übrig. Das heißt, wir bauen noch eine Schnapsbrennerei oder eine Distille. Haben wir ein bisschen unser Holz umgelagert. Ich möchte auf meine Aufträge Zeitungsarchiv. Ich bin kein großer Redner. Meine Stimme klingt besser, wenn man sie druckt. Das kann ich, ach, da hätte ich das löschen können. Okay. Favorit einfach mal jetzt gespeichert. So, Kanonengießerei. Die kommt jetzt als nächstes. Wir brauchen aber noch, wie immer, mehr Einwohner.
Mehr Bauern braucht das Land. Die Straße ist irgendwie doof. Hier könnten noch Häuser hin. Nur ist das sinnvoll, da müssen die da lang. Das ist sinnvoll. Doch, das sieht komisch aus. Die können dann einfach hier lang. Zack. Sehr schön. Da kann jetzt keiner hin. Das ist aber ganz in Ordnung. Wir bringen hier noch ein paar Bäume hin. Hier noch ein bisschen Hecke. Zwei Apfelbäume. So. Kanongießerei. Gleich können wir sie bauen. Noch einmal Stahlträger fehlen. Und jetzt fehlt wieder alles. Ah ja, weil ich jetzt hier wieder gebaut habe. Ich komme nicht hinterher. Ich komme einfach nicht hinterher. Dann brauche ich gleich wieder noch mehr Wolle, noch mehr Arbeitskleidung. Teufelskreis gerade. Richtiger Teufelskreis. Wir können noch mal gucken. Das bleibt stabil. Sinkt, sinkt. Bleibt gleich. Wird mehr. Sinkt, weil ich gerade viel baue, ne? Arbeiterkleidung. Haben wir denn genug? Bleibt stabil. Weberei bei 93%. Warum haben die nur 93%? Weil nicht genug Arbeit. Okay, wir warten erstmal ab, bis alle Arbeiter wieder da sind. Aber jetzt was zu bauen, das bringt's nicht. Und außerdem müssten jetzt hier bald mehr wohnen, weil wir haben jetzt Seife. Da können wir eigentlich mehr rein. Eine Schule. Wo baue ich die denn? Da ist die Schule. Ah, okay. Ja, die passt hier nirgends hin. Die ist groß. Ist das von dir Feld? Kann ich dir ein bisschen Feld hier wegnehmen? Nur eine Reihe. Kriegst hier Neues. Sehr schön. Wo muss ich in die Schule hin? Also eine Blaupause erstmal, denn wir haben nicht genug. 20 mal Stahl. Oh mein Gott, das ist viel. So, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Anno 1800, wenn es dann endlich losgeht mit der Kanongießerei. Bis dahin, bleibt uns treu und tschüss, euer Rob.